Gehst du Berge auch immer so oder so runter? Wenn ja, solltest du dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende anschauen, denn ich zeige dir hier, wie du einen Berg ganz einfach runtergehen kannst, ohne jemals wieder abzurutschen. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Vielleicht weißt du schon, dass du geduckt an Bergen entlang gehen kannst, ohne wegzurutschen. Allerdings ist die Körperhaltung gar nicht das Entscheidende beim Abrutschen, sondern die Geschwindigkeit, mit der du dich bewegst. Tatsächlich kannst du auch im Stehen an einem Berg entlang gehen, ohne abzurutschen. Auch hoch und runter sind kein Problem. Du darfst also nicht joggen oder gar rennen, sondern du musst einfach nur langsam gehen. Das funktioniert sowohl über das dedizierte Gehen, wie ich es gerade bereits gezeigt habe, als auch wenn du zielst. Wenn du zielst, egal ob Third Person oder First Person, gehst du auch langsam und kannst somit einen Berg ganz einfach runtergehen. Du musst dann nur halt aufpassen, denn wenn du nicht gehst, sondern nur zielst und du dann aufhörst zu zielen, bevor du stehen geblieben bist, rutschst du halt direkt weg. Damit weißt du jetzt alles, was du benötigst, um nie wieder an Bergen abzurutschen. Gehen, zielen oder ducken. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass mir gerne ein Abo da und ein Däumchen. Falls du noch weitere Fragen hast, auch gern einen Kommentar. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.